Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Palmview Drive. In der letzten Folge haben wir ganz mal nebenbei erfahren, dass die Vogelscheuche gern zum Fenster reinguckt. Aber kein Problem. Erst eine Clownpuppe und jetzt auch noch eine Vogelscheuche. Ich ahne, wo das hinführt. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube, hier müssen wir rüber und hier dann. Nein, komplett falsch. Hier lang müssen wir. In den anderen Trakt rüber. Denke ich zumindest mal. Und jetzt hier nach unten. Und dann hier hinter. Also mein Orientierungssinn wird hier echt auf die Probe gestellt. Dann müssen wir hier durch und dann sind wir zumindest schon mal wieder da, wo ich hin wollte. Jetzt ist natürlich die Frage, wo wir hin sollen. Hier waren wir als letztes drin. Ist hier noch irgendwas? Außer die Kerze. Okay, da geht's raus zum Hinterhof. Sag jetzt bitte nicht, dass wir uns jetzt die Vogelscheuche anschauen müssen. Okay, wo geht's hier hin? Ich glaube, ins Fernsehzimmer ging's hier. Genau. Komm schon. Hier. Das Familiengericht läuft gerade. Mach an. Okay, dann eben nicht. Alter, der Clown sitzt wieder da. Juhu. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich schau dich gar nicht lang an. Ich will dich gar nicht angucken. Nicht, dass du dich auch auf einmal bewegst. Kinder, so geht's nicht. Das ist ein Fall für die Supernanny hier. Hallo? Liebe, liebe Kinder. Wie wäre es, wenn ihr mal ins Bettchen geht und Ruhe gebt? Hier, ich mache euch was Leckeres zu essen. Ja, mach wieder zu. Ich hab jetzt irgendwie so ein bisschen Panik, die Fenster immer anzugucken, weil ich irgendwie immer damit rechne, dass die Vogelscheuche auf einmal vorm Fenster steht und ich glaube dann. Da steht doch was vorm Fenster. Bin ich jetzt blöd? Ach, das ist die Statue. Mein Hirn spinnt sich hier schon eigenen Grusel zusammen. Aber kein Wunder, bei diesen verwinkelten Ecken hier überall und bei der Dunkelheit ständig, da bildet man sich auch schnell mal was ein. Ich glaube, das ist teilweise auch gewollt vom Spiel. Aber wo geht's jetzt weiter? Wo müssen wir hin? Vielleicht wieder ins Kinderzimmer, weil wir Kindergelächter gehört haben? Aber da waren wir doch schon. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hallo? Hier ist das Bilderzimmer. Was war hier hinten? Das Uhrenzimmer, genau, da kommen wir nicht weiter. Hier war der Durchgang. Nein. Nein. Hier unten irgendwas? Nichts als Gruselomas. Da unten sind noch Streichhölzer, die nehmen wir jetzt mal mit. Weil die sehe ich wahrscheinlich eh nie wieder. Hallo? Ist hier jemand? Das, wenn diese Taschenlampe ausgeht. Okay, benutzen wir mal eine Batterie. Können wir ja mal nehmen, dann sehen wir wenigstens mal was. Okay, jetzt wieder das Pflanzenzimmer. Verdammt nochmal, wo muss ich hin? Ich kann doch nicht jedes Mal auf den seinen Tipp warten. Hier ist wieder die Ekelküche.
Ich habe so Panik, dass gleich einer vom Fenster steht. Hallo? Hier geht's raus. Gehen wir mal raus? Gehen wir mal raus. Vielleicht müssen wir wirklich zur Vogelscheuche. Du machst mir keine Angst. Doch, du machst mir Angst. Und wie Angst du mir machst. Hier ist der Friedhof. Immer noch zu. Uiuiui. Mistwetter. Wo müssen wir hin? Die Ekelküche. Hier geht's nach oben. Leute, jetzt sagt mir doch mal, wo wir hin müssen. Ich steuere hier durch die Gegend und weiß nicht, wohin ich soll. Hier haben wir Schach gespielt. Und ich glaube sogar gewonnen. Vielleicht war das nicht so gut. Vielleicht ist dieses Geistermädchen ein schlechter Verlierer. Hier geht's doch wieder zum Kinderzimmer. Wenn mich nicht alles täuscht. Kinder, jetzt ist aber Ruhe. Da muss die Supernanny her, definitiv. Achso, das sind Kissen. Ich dachte, das sitzt jemand. Boah, manchmal, ne? Dieses Spiel macht mich echt fertig. Büro? Wo war denn jetzt nochmal das Kinderzimmer? War das ganz vorne hier? Hier war das. Kinder, jetzt ist aber Ruhe. Keiner da. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es zweimal hintereinander hier spukt und wir hier zwei Schlüssel finden würden oder einen Zettel. Einen Brief. Ich sollte nochmal ins Jagdzimmer gehen. Irgendwas war da eben nicht, der Blitze auf dem Boden zu sehen. Im Jagdzimmer? Wo war denn das Jagdzimmer? Kann mir jemand sagen, wo das Jagdzimmer war? Ich stehe gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Wo war denn das Jagdzimmer? Haben wir irgendwo ein Zimmer gesehen, wo... Aber das ist nicht das Zimmer mit dem Kühlschrank, oder? Mit dem Ekelkühlschrank. Kann das sein? Dass es deswegen so aussieht, weil da hier Jagdwild zerlegt wird? Hallo, ich will da durch. Ist das möglich? Ich glaube, wir müssen runter. Ich kann mich aber auch irren. Wo war denn jetzt das Jagdzimmer? War das hier? Ja. Aber hier ist nichts. Okay. Also dieses Zimmer scheint er nicht zu meinen. Welches Jagdzimmer denn? Was ist denn bitte schön ein Jagdzimmer? Hängen da Trophäen an der Wand oder? Also das hier ist das Fernsehzimmer. Das ist die Ekelküche. Das hier ist eine verschlossene Tür. Das hier ist der Anbauraum. Da geht's nach draußen. Also hier war es schon mal nicht. Gehen wir mal ein Stockwerk höher. Ja, tut mir leid, Freunde. Wir müssen jedes Zimmer absuchen. Das hier ist das Spielzimmer. Ich kann mich ja nicht an ein Jagdzimmer erinnern. Waren wir in einem Jagdzimmer schon mal? Küche? Ja, bestimmt waren wir in einem Jagdzimmer. Ich kann mich bloß nicht mehr dran erinnern. Vorratsraum. Gemäldezimmer. Das suchen wir gleich. Hier kommen wir, glaube ich, noch nicht. Doch, hier kommen wir rein. Das ist das verrückte Uhrenzimmer. Kommen wir hier rein? Nein. Und hier waren, glaube ich, alle Türen zu, so viel ich weiß. Hier unten war hier ein Jagdzimmer. Tür zu.
Hier ist das große Pflanzenzimmer, der Anbauraum. Da waren wir doch gerade schon. Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Hör auf zu sagen, ich will nichts von dir. Wo ist denn da ein ein Jagdzimmer? Sag ich schon wieder Anbauzimmer? Wo war denn hier ein Jagdzimmer? Vielleicht wirklich bei den alten Zimmern im alten Komplex. Aber ich wüsste echt nicht wo. Ich wüsste nicht, wo wir da hin sollten. Aber gut, probieren wir es einfach. Fernsehzimmer. Da sitzt Clowny, unser Frank Zander. Oder Ralf Zander, oder keine Ahnung, wie der ist. Ich glaube Frank. Frank hieß er. Okay, wir müssen jede Tür absuchen. Dieses... Du öffnest 1000 Türen. Millionen Türen und nichts passiert. Und genau dann, wenn du dich mal entspannst... Oh, Mädel. Da muss Vera Entwehnt her. Da muss hier... die Supernanny ran. Das geht so nicht. Okay, das ist, glaube ich, kein Jagdzimmer. Ist das da hinten ein Jagdzimmer? Nee, das ist auch kein Jagdzimmer. Da steht zwar ein Totenschädel am Tisch, aber... Oh. Ist das hier ein Jagdzimmer? Machen wir mal die Kerze an, wenigstens eine. Ist das hier ein Jagdzimmer? Das Ende der Fußspur muss auf irgendwas hinweisen. Welche Fußspur? Wovon redest du, Kollege? Was quatscht denn der da von Fußspuren? Hier sind keine Fußspuren. Doch, hier sind Fußspuren. Hier sind Fußspuren, Freunde. Fußspuren. Ach, das hier ist das Jagdzimmer. Ich verstehe. Und wo sind jetzt die Fußspuren hin? Da lang. Oh nee, das ist aber nicht der Clown, oder? Ich leg mal kurz Batterie nach. Okay, das ist schon mal nicht der Clown, der die Fußspuren macht. Das Fernsehzimmer. Oh nee, hinter den Vorhang. Hinten ist ein Schlüssel. Oh Gott. Okay, wir haben wieder wenigstens einen Schlüssel gefunden. Bloß für welche Tür jetzt wieder? Muss ich jetzt wieder alles abklappern? Hallo? Nee, hier geht's nicht lang. Hier vielleicht. Hier geht's rüber, genau. Ich bin schon wieder total verwirrt. Ich laufe schon wieder hier irgendwie durch die Gegend. Und habe eigentlich keinen Plan schon wieder, nicht? Eigentlich sollte man sich da so ein bisschen einen Plan zeichnen langsam. Dann müssten wir nicht so viel suchen, aber ich habe keine Lust. Ich will mich jetzt hier nicht eine Stunde hinsetzen und erstmal so einen Hausplan zeichnen, dass ich weiß, wo ich bin. Nein, da passt er nicht. Wir probieren einfach so lange, bis wir die richtige Tür finden. Hier? Nein. Gehen wir mal runter. Hier unten war, glaube ich, auch noch eine Tür, die nicht aufging. Die hier. Okay, da ging es zurück. Dann schauen wir mal nach oben. Da waren auch noch Türen. Hier? Nein. Hier vielleicht? Nein. Das hier müsste das Bad gewesen sein. Genau. Die hier? Auch nicht. Okay. Wo hatten wir Türen, die noch zu waren? Ich weiß, die Frage hört sich jetzt doof an, weil wir überall Türen hatten, die noch zu waren. Aber...
ganz runter will ich ja gar nicht. Hier ging es, glaube ich, wieder zurück. Diese Taschenlampe ist schon wieder leer. Hier hinten waren hier nicht noch Türen, die zu waren? Hier war die Küche. Und die gruselige Musik fängt wieder an. Hier war der Durchgang. Und die hier war, glaube ich, das war das Spielzimmer. Hier unten vielleicht? Hier war die Ekelküche. Oh, gerade läuft mir so ein kalter Schauer über den Rücken, muss ich sagen. So gerade zu mir ein bisschen unwohl. Was war hier? Oh Gott. Wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier? Okay, wir sollten wieder mit den Batterien ein bisschen sparsamer umgehen. Ist hier irgendwo eine Kerze? Apropos Batterien. Ich weiß, da liegt ein Schlüssel. Ich habe ihn gesehen. Ich will nur kurz Licht... Was ist denn hier los? Wo sind wir denn jetzt wieder gelandet? Wo sind wir denn hier wieder? Okay, ein Schlüssel. Kisten. Und noch eine Tür. Und da liegt ein Zettel. Ein Zettel. Gestern Nacht fing die alte Spieluhr von alleine an zu spielen. Ich versuchte, sie abzustellen, aber es ging nicht. Sie spielte einfach immer weiter. Nein. Tag 19. Puh. Diese Spieluhr hier. Ich will da nicht so lang hingucken. Sonst erscheint wieder die Oma im Spiegel und macht Buh. Okay, wo jetzt hin? Erstmal wieder zurück. Hier durchs Musikzimmer flitzen. So, dann hier hinten rum. Ich möchte nochmal in diesen komischen Maskenraum. Möchte ich jetzt nochmal rein. Wo war das? War das unten? Hier runter. Hier hinter. Ich glaube, hier war das, ne? Ja. So, wir haben wieder einen Schlüssel. Irgendwo muss... Ja, da passt er auch schon. Ah, okay. Jetzt sind wir im Pflanzenraum. Alles klar. Haben wir hier noch irgendwo was? Irgendwas? Ist hier noch was? Schriftrollen? Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder auf den nächsten Tipp warten. Ach, und schon wieder kein Schlüssel. Keine Ahnung, wo wir hin sollen. Draußen ist schon wieder schlechtes Wetter. Und keine Tür geht auf. Hier geht's rein. Da ist die Büste, die uns erschreckt hat. Oder besser gesagt, mich erschreckt hat. Okay, hier will ich gleich wieder raus. Hier gefällt es mir ganz und gar nicht. Ich weiß nicht warum. Dieser Uhrenraum, das ist für mich bis jetzt eigentlich so von den Räumen halt her echt das Schlimmste. Ich kann nicht mal beschreiben, warum genau. Ich fühle mich da echt unwohl da drin. Wenn das auf meinen Ohren überall tickt, das... Keine Ahnung. Wird wahrscheinlich auch nur mir so gehen. Euch jetzt wahrscheinlich nicht, aber jeder hat so seine eigenen Dinger, die ihn gruseln, wie zum Beispiel kleine Mädchenschatten an der Wand. Meine Liebe, du musst dich benehmen. Du musst wirklich lernen, dich zu benehmen. Sätzen 6. Ich will mit deinen Eltern sprechen. Wo ist die? Es wäre
irgendwie schöner, finde ich, wenn die Taschenlampe die ganze Zeit so leuchten würde. Oder zumindest mal länger. Nicht hier die Billigbatterien, die vom Discounter, die für 25 Cent die 2 Minuten halten, sondern mal richtig hier... Richtig starke Batterien, die wo hier so, keine Ahnung, 10 Minuten oder so in dem Spiel, das wäre echt was. Weil du hast ja die Taschenlampe kaum an, ist sie schon wieder weg. Und du musst ja hier viel absuchen. Und ich meine, so viel Licht macht die jetzt auch nicht. Zack, schon ist ein Balken weg. Und wie lang läuft sie jetzt? Vielleicht 20 Sekunden, 30 Sekunden? Ich laufe wieder ziellos und planlos in der Gegend rum. Aber ich weiß auch nicht, wo wir hin sollen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich muss immer auf den Tipp warten, weil so finde ich einfach nichts. Ne, hier ist nichts mehr. Ich muss jedes Mal auf den Tipp warten von dem Kerl. Und ich laufe hier ständig im Kreis. Ich weiß. Ich laufe hier ständig im Kreis. Ich weiß. Das reimt sich und alles, was sich reimt, ist gut. Das hat schon Pumuckl gesagt. Nein. Hier war das Badezimmer. Ist hier noch was? Nee, hier ist nichts mehr. Oh mei, oh mei. Okay, dann beenden wir hier mal die Folge. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke, ciao.